Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es hat geklappt. Buddy Tumulto! Schnupf dich aus, so gut ich kann. Komm spät nach Hause und ruf mich an. Ich lass dich spüren, es schert mich nicht. Ich lach und lüg dir ins Gesicht. Ich treib mich rum und steh dein Geld. Mach alles schlecht, was dir gefällt. Ich schenk dir nie Pralinen und Blumen. Eigentlich darf dir keiner sowas antun. Ich steh nicht auf, wenn du mich rufst. Ich komm nicht raus, wenn du mich suchst. Bis nachts um vier noch mach ich wach und schlaf dafür bis Nachmittag. Du lädst mich ein ins Restaurant, ich kotz bereits beim ersten Gang. Verfluchter Heroinkonsum, eigentlich darf dir keiner sowas antun. Sag mir wieso, nein, nein, nein. Sag mir wieso, doch, doch, doch. Liebst du mich trotzdem? Und jetzt möchte ich die ganze Halle sehen. Moment mal! Ich lass dich spüren, es schert mich nicht. Ich lach und lüg dir ins Gesicht. Ich treib mich rum und stehl dein Geld. Mach alles schlecht, was dir gefällt. Ich schenk dir die Pralinen und Blumen. Eigentlich darf dir keiner sowas antun. Schön, schrecklich, schrecklich schön. Wisst ihr was? Rock im Park. Wenn es nach mir gehen würde, würden wir ununterbrochen hier über Erotik reden auf der Bühne. Weil ich weiß genau, was für ein Abenteuer so ein Festival sein kann. Ja. Aber, naja, also bei uns, bei Fettes Brot, geht es auch zumindest an dritter oder vierter Stelle auch ein bisschen um Musik. Und um Kultur. Und um Kultur und Kulturaustausch. Und um Freundschaft. Oh. Ja. Oh. Ja. Hast recht. Hab ich was Falsches gesagt? Nee, voll gut. Übrigens, Freundschaft ist das, wenn man am Schluss ganz doll besoffen ist, oder? Ja, das kann man ganz gut an dem Bild sehen. Ach so. Und ich habe Hanni und Nanni eingeladen, auf ihrem selbstgebastelten Keyboard heute Abend was vorzuspielen. Sie wünschen sich das ganz, ganz toll. Applaus für Hanni und Nanni. Ja, nee, richtig. Ich weiß, ihr wisst doch nicht, was kommt, Nanni. Das machen wir nochmal. Lord Vader, dein Umhang. Meine Damen und Herren. Ich habe keinen Umhang, habe ich gesagt. Hanni und Nanni am Keyboard, selbst gebastelt. Sie sind stolz, euch heute Abend was präsentieren zu dürfen. Applaus! Läuft doch! Wir sind den ganzen langen Weg aus Phantasialand hier mit einer befreundeten Hexe gekommen. Normalerweise wohnen sie auf Bäumen aus Weingummi. Aber heute haben sie es runter. Sie gehen nur zum Kacken runter übrigens. Wir kacken nicht. Bei uns kommen weiße Tauben und nehmen das einfach mit. Ja, und lassen das irgendwo fallen. Ja, ich werde jetzt das mobile... Da möchte ich nicht wohnen. Ich werde jetzt das mobile Studio starten. Okay. Für die Leute, die es hinten nicht sehen können, es handelt sich hier um das Casio KT40. Ist sicher allen ein Begriff? Damit wurden immer ein großer Teil der neuen Death Punk-Platte produziert. Ich glaube, der Firma Casio ist diese Werbung peinlich. Okay, hier also das mobile Studio mit dem fetten Beat. Moment, haben wir zurückgespult? Moment. Ja, haben wir. Jetzt kann's losgehen. Das ist die preußische Seele, zurückspulen abends. Eine Banane, wir haben übrigens immer noch keine Ersatzkassette gemacht. Ah, ja? Egal, komm, heute wird's noch halten. Ha, da kommt der fette Beat. Wir sammeln zu viel, ne? Jetzt gibt's erstmal wieder fette Beats. Aufgepasst!